Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit Joachim von Crimson Corporation, unseren Sportwetten-Experten im Sportwetten-Talk. Wir gehen heute auf lukrative Sportarten ein. Wir haben ja letzte Ausgabe schon einige interessante Themen besprochen und heute geht es eben um verschiedene lukrative Sportarten, die du betreibst, wetttechnisch zumindest, und dann auch um die einzelnen verschiedenen Wettarten, die es dann eben gibt, auf die die Leute da draußen wahrscheinlich setzen. Gut, wir fangen an mit Einzelsport. Du hast da das Thema MMA in den Raum geworfen. Warum ausgerechnet MMA? MMA bietet sich an, weil die Quoten wahnsinnig schwanken können. Also du hast bei Teamsportarten immer die Situation, dass der Markt sich im Wesentlichen einig ist. Es gibt gewisse Abweichungen, aber es ist eher selten, dass das Einschätzungen so radikal abweichen, dass die Quoten extrem abstürzen um ein ganzes Tor. Das passiert selten. Während in MMA hast du die Situation, dass manchmal Quoten dramatisch unterschiedlich sein können oder auch dramatische Quotenverläufe entstehen, was ein Indikator dafür ist, dass die Quoten oft einfach falsch sind. Ich habe ein gutes Beispiel. Es gab einen Heavyweight-Fight am 17. August war das, Cormier gegen Miocic. Das war das Rematch zu einem Kampf, der 13 Monate davor auch schon stattgefunden hatte. Und im ersten Match hatte Miocic eine Quote von um die 1,4, ein bisschen niedriger. Also war sehr starker Favorit. Und keine 13 Monate, etwas mehr als 13 Monate später war er bei einer Quote von konstant um 2,2. Mhm. Und alleine das zeigt, dass irgendwo hier ein Unterschied, also irgendwo ist hier was, was nicht gestimmt hat. Also mindestens eine von beiden Quoten hat überhaupt nicht gestimmt. Vielleicht auch beide nicht. Und ja gut, aber den Fall hast du ja auch beim Teamsportarten, wenn jetzt in einer Saison eine Mannschaft gut ist und overperformt und dann halt einfach eine schlechte Phase hat. Ich meine, Borussia Dortmund vor 4 Jahren oder so, als Jürgen Klopp dann gefeuert wurde oder freiwillig gegangen ist, waren sie in der Vorsaison mega stark und dann haben sie plötzlich, waren sie Letzter und so. Also da, in einem Zeitraum von einem Jahr kann da schon mal was passieren, oder? Das ist richtig, aber es gibt einen wesentlichen Unterschied und bei Teams ist zum Beispiel nicht gesagt, dass es ist ziemlich klar nicht so, dass es exakt dieselbe Mannschaft ist, während es sich hier exakt um dieselben Leute handelt. Also Spieler sind verletzt oder Dinge haben sich verändert, Trainer kann sich verändert haben. Es gibt halt mehr Variablen bei Teamsportarten und du hast ein ständiges Update bis dahin, bis zu diesem Punkt. Und man kann die Kämpfe besser verfolgen. Man kann auch so die News dazu besser einordnen wahrscheinlich, wenn der jetzt irgendwie im Vorfeld so einen Einblick über seine Form gibt in einem Interview oder so in der Art. Oder wie geht man da vor, um Informationen zu sammeln, dass man da eine korrekte Quote selber ableitet oder erkennt, dass die Quote falsch ist? Korrekte Quote abzuleiten ist halt schwerer in gewissem Sinn, weil die meisten Leute, wenn sie dreimal im Jahr kämpfen, ist das, wie gesagt, schon viel. Aber nichtsdestoweniger hat der Buchmacher dasselbe Problem und der Wettmarkt und dann geht es halt darum, wer es qualitativ besser einschätzen kann. Deswegen sind die Möglichkeiten auch größer, würde ich sagen. Und du hast in MMA, wie du schon angeschnitten hast, die Möglichkeit, wirklich alles anzuschauen. Du kannst als Einzelperson realistischerweise jeden einzelnen Kampf anschauen. Du kannst nochmal anschauen und besser qualitativ bewerten. Also Statistiken spielen in dem Sinne eine geringere Rolle. Und dadurch, dass du es wirklich beurteilen musst, hast du mehr Möglichkeiten, weil du Fehler besser erkennen kannst. Das geht dann aber auch nur, wenn man sich für die Sportart interessiert, weil da muss man schon sehr professionell und abgezockt sein, wenn man sagt, ich habe zwar null Interesse dran, aber ich ziehe mir das jetzt alles rein, weil ich weiß, ich verdiene damit Geld. Also langfristig ist es ja mit allem so, dass man am erfolgreichsten da ist, wo man sich halt auch dafür interessiert. Wie bist du dazu gekommen, dass du dich dafür interessierst? Ich habe es einfach schon immer angeschaut. Seit 2007 schaue ich MMA regelmäßig und irgendwann ist mir aufgefallen, dass es auch interessante Limits hat. Also, dass man Pinnacle hat die Limits stark erhöht ab ungefähr 2009 rum. Also, was auch ungefähr der Zeitpunkt war, ab dem ich wirklich angefangen habe, richtig zu wetten. Und ja, die Limits wurden dann so interessant, dass ich es auch noch auf Wettebene verfolgt habe. Es ist dann eine Sportart, in der ich dann auch erfolgreich ein Elo-System verwende. Mhm. Also, das war auch ein Anwendungsfall, weil. Also man muss es mit Vorsicht genießen, man kann nicht einfach die Elo-Quoten 1:1 übernehmen, aber
Es gibt einem ein gutes Grundgefühl dafür, ob Kämpfer schon auf einem hohen Niveau gekämpft haben oder ob es gerade einfach nur Hype ist, der dahinter steckt und die Konkurrenz, die sie bekämpft haben, ob die eigentlich das qualitative Niveau hatte, das so eine Quote rechtfertigen würde. Also ILO Deswegen ist MMA. quasi auch so ein Form-Rating, also wo bewertet Ja, wird, wenn sie jetzt gegen genau. den oder den, je nachdem wie stark der ist, kriegen sie mehr Punkte oder weniger Punkte. Genau, es kommt ursprünglich vom Schach und dann wird je nach Sieg, Unentschieden oder Niederlage werden die Punkte ausgetauscht. Also der Spieler, der Punkte verliert, verliert genauso viele Punkte an den Gewinner, wie der Gewinner an Punkten bekommt. Und so entsteht dann über Zeit Gleichgewicht, also eine Einschätzung, ein Rating eben. Und ich habe das ein bisschen modifiziert für MMA und nehme ich noch verschiedene Anpassungen vor, je nach Stil des Kampfs, aber prinzipiell kann man auch so ein gutes Gespür dafür bekommen, ob die Leute schon auf hohem Niveau gekämpft haben oder nicht. Das ist eine Und das ist ein Art, auch wie so eine Art Weltrangliste beim Tennis, wo du ja, nicht dann unähnlich. Ja. so einfach dein eigenes Ranking mit noch ein paar Anpassungen dann erstellst. Exakt. Und Boxen, ist es dann vergleichbar oder gibt es da wieder spezielle Dinge, die jetzt beim Boxen anders sind? Denn ich meine, MMA ist ja in den USA ein Riesenthema. Ich meine, wenn es da in eine Sportbar gehst, siehst du immer irgendwelche Kämpfe. In Deutschland ist es ja nur für Leute, die das wahrscheinlich daher kennen, größtenteils Ja, ist in ist Deutschland noch ja ein so. Nischenthema, aber es wird schon merkbar größer, finde ich. Also ich kenne jetzt immer mehr Leute, die es unabhängig von mir angeschaut haben. Um auf Boxen zurückzukommen. Boxen mache ich selber nicht, muss ich dazu sagen, mit seltenen Ausnahmen, weil ich Boxen einfach nicht anschaue. Aber die Logik ist sehr ähnlich. Du hast natürlich auch Kämpfer, die wahrscheinlich maximal 3 bis 4 Mal im Jahr kämpfen und das ist viel. Also in vielen Fällen machen sie lange Pause. Das heißt, du hast ähnliche Datenpunkte oder ähnliche Menge von Datenpunkten. Und was meiner Meinung nach, also soweit ich es verfolge, was ein Tick anders ist, sind die Quoten sind schiefer. Also was natürlich auch seine Möglichkeiten hat, aber weil Boxer meistens länger geschützt werden und sich ihre Kämpfe mehr rauspicken und sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass man ungeschlagen bleibt für lange Zeit. Während MMA sind die Quoten meistens irgendwo zwischen 1,5 und 3 in fast allen Fällen. Also es gibt wenig Abweichungen davon. Die größte Außenseiterquote, die ich je gesehen und gesetzt habe, war 11. Und das ist selten, das ist extrem selten. Beim Boxen hast du ganz andere Quoten. Ja. Ja, da hast du, haben wir vorher schon drüber geredet und da hast du das Beispiel zwischen Mayweather und Conor McGregor angesprochen, als ein MMA-Kämpfer dann gegen einen Boxer angetreten ist und eine Quote hatte, die relativ gut war dafür, dass er noch nie geboxt hat, in dem Sinne professionell. Und ja, war wahrscheinlich auch dem Hype und den Medien und dann auch der Masse geschuldet, die natürlich diese Cinderella-Story wollten, dass McGregor da einfach kommt und den besten Boxer der Welt oder einer der besten zumindest zu dieser Zeit dann einfach vermöbelt oder so. Also. Ja, die Quoten waren absurd. Mayweather, also ich persönlich habe ihn ungefähr zu 1-2 erwischt und die Quote ist danach noch gestiegen. Und 1-2 war schon unglaublich zu viel. Also wie gesagt, man redet hier von einem, der noch nie Boxen professionell gemacht hatte mit Conor. Ich habe es einfach nicht verstanden und habe so viel draufgehauen, wie ich konnte. Also ich meine, faire Quote, man kann immer was passieren, aber selbst wenn man es extrem konservativ rechnet, wäre die faire Quote für Ja, wie bei Mayweather immer Million Dollar noch. Baby, als sie ausrutscht und oder er Ja. ausrutscht und sich das Genick am Stuhl bricht oder so, dann der Clint. Also 1,05 wäre meiner Meinung nach noch zu viel gewesen für Mayweather. Okay. Und Das ist ja wenn so ein man. Punkt, da wird ja mein Kumpel Chris Custodian öfter kritisiert, wenn er in der NBA halt dann so 1,2er Quoten mitnimmt. Und im Endeffekt haben diese Quoten, wenn man wirklich das dann einen guten Blick hat, sogar vielleicht sogar noch mehr Value teilweise als hohe Quoten, weil ja schon so eine kleine Abweichung von 1,2 zu 1,1 ist ja prozentmäßig gesehen riesig, während 1,8 auf 1,9 gar nicht mehr so einen Unterschied macht. Ja, klar. Ich denke auch, dass in solchen extrem guten Bereichen viel Potenzial liegen kann, wenn man es genauer beurteilen kann als die anderen, weil das für die Öffentlichkeit nicht unbedingt so simpel ist. Aber ja, auch Gut. da würde ich sagen, dass es tatsächlich so sein kann, dass man da einen großen Vorteil raushauen kann, wenn man weiß, was man tut, Ja, das wen ist man bei hat. allem natürlich die Voraussetzung. Und dann schauen wir vom Einzelsport zum Teamsport.
Du setzt jetzt nicht nur auf MMA, wenn du jetzt auf Mannschaftssportarten setzt, was ist da dein Hauptsport oder deine Lieblingssportarten? Sehen wir ja an deinem Webseitenbild von Crimson Corporation hier oben ja schon. Sind es auch die Sportarten, auf die du wettest, oder ist das einfach nur ein schönes Bild? Fast. Also es ist schon eher ein schönes Bild. Football zum Beispiel mache ich jetzt gar nicht. Nicht, weil ich Football nicht mag, aber ich habe einfach ich habe halt festgestellt, okay, die spielen eigentlich nicht so viel. Niedrige Stichprobe, also habe ich es rausgeworfen und habe das nie verfolgt. Man sieht so ganz bisschen noch ein Baseball, das mache ich. Eigentlich zur Zeit, also diese Saison, ich setze nicht komplett aus, aber ich muss ein bisschen kürzer treten, weil ich ziemlich viel um die Ohren habe. Und ansonsten setze ich Fußball, Basketball. Manchmal, wobei Basketball weniger oft, aber ich arbeite gerade an der Modellverbesserung und dann komme ich da wieder mehr zurück und Eishockey mache ich sehr gerne. Da Das sind fehlt so der die Puck. Hauptsachen. Der ist da, aber der ist Ah, versteckt. Also okay. ist Wenn man es immer. weiß, ist er da. Vielleicht hier unten, oder? Ja, der wäre ungefähr in dem Bereich. Ich glaube, auf irgendeiner Unterseite Und sieht man es. jetzt gibt es ja, wenn man auf eine Webseite schaut, wie jetzt hier die eine der bekanntesten und größten, gibt es ja 100 verschiedene Wettarten. Und der Klassiker ist natürlich die Drei-Wege-Wette, Heimsieg, Unentschieden, Auswärtssieg. Hat natürlich den Nachteil, ja, welchen Nachteil überhaupt im Vergleich zum Asian Handicap? Also man kann sich's immer ausrechnen. Es lohnt sich, den Quotenschlüssel auszurechnen. Immer, wenn man Dreiweg mit Asian Handicap vergleicht oder was auch immer. Egal, was man wettet, einfach jede Quote eins geteilt durch die Quote und das alles aufaddieren und du hast deine Buchmachermarge. Und je niedriger die ist, desto besser. Und typischerweise sind Asian Handicaps haben Asian Handicaps haben niedrigere Buchmachermargen als die Dreiwegwette. Also sprich, die Quoten sind höher im Schnitt für Asian Handicaps. Das übernimmt Oder günstiger. die ein oder andere Webseite für einen auch, so Oddsportal zum Beispiel ist da ein Tool, Stimmt, ja. das zeigt das immer gleich an. Ich habe hier heute ein aktuelles Beispiel aus der algerischen ersten Liga, weil das hier offiziell meine Lieblingsliga ist, weil da immer sehr wenig Tore fallen. Jetzt nehmen wir Bel Abbes gegen Hussein Dey. Und Okay. wir sehen hier rechts immer das Payout. Wenn wir hier Ja. sagen, das ist halt ein Das. klassisches Unentschieden, wenn die Prognose auch noch stimmt, dann ja, cool. Aber jetzt haben wir hier beim Drei Wege halt ein 91er Auszahlung, wobei das müssen wir mit den Siegen eigentlich machen. Wir sagen hier Heimsieg haben wir eine 93,2. Beim Asian Handicap ist ein Sieg nichts anderes als Asian Handicap minus 0. Und hier ist die Quote allerdings niedriger bei Unibet und da kommen noch 5% Wettgebühr weg. Aber der Payout ist halt höher von Genau, das ist 4-1. die andere Seite entsprechend höher. In dem Fall, wenn die Quote niedriger ist. Also würdest du Genau. hier nur aufs Payout schauen dann, wenn du jetzt sagst, du hast mehr Payout bei diesem Wettanbieter oder hier 94,5 beim Asian Handicap? Nee, nicht nur. Das ist halt ein erster Orientierungspunkt. Generell, auf welche Märkte soll ich mich konzentrieren? Dann nehme ich erstmal die Marge, also Payout und im nächsten Schritt schaue ich mir an, was kann man für Limits setzen, also wie viel Geld kriegt man eigentlich realistischerweise unter, also bei den Profibuchmachern jetzt, Pinnacle zum Beispiel, SBO und so weiter. Und das gibt dann einen guten Indikator dafür, wie hoch du deine Wetten skalieren kannst, also wie viel du setzen kannst, wenn du richtig viel wettest und wie weit du damit kommen kannst. Also im Prinzip schaue ich mir an, wie vielversprechend ist es denn eigentlich und lohnt sich da den Aufwand drauf zu verwenden, Modelle zu entwickeln und weiterzuentwickeln etc. Und ja, Aber jetzt hier schon ein das. einfacher Trick, mit dem man sich viel Geld spart als Anfänger, wenn du jetzt hier zum Beispiel beim Bet365 sagst, ich wette hier auf den Sieg von Bel Abbes, bekomme ich eine Quote von 1,57 und der Payout ist bei 91,2. Wenn du beim selben Anbieter einfach auf Asian Handicap minus 0,5 gehst, bekommst du eine Quote von 1,63 und hast einen Payout von 94. Also die identische Wette, also es geht um den Sieger, aber bei Asian Handicap hast du halt einen wesentlich höheren Payout und eine wesentlich Ja. bessere Quote. Hängt, glaube ich, auch viel damit zusammen, dass bei Asian Handicap-Quoten, weil es nur Zweiweg ist, ist es viel offensichtlicher, ob die Quoten viel zu niedrig sind, weil die Marge hoch ist. Weil auf 1x2-Märkten kann man es besser verstecken.
dass die Marge hoch ist, weil es eben drei verschiedene Quoten gibt und es nicht mehr so intuitiv ersichtlich ist, wie wenn du nur zwei Quoten anschaust. Und wenn halt da 1,95 versus 1,95 steht, dann ist es klar, was die Marge ist, während du es beim Dreiweg einfach nicht intuitiv siehst. Aber so hätte man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Bel Abbes hier gewinnt, schon mal einfach ohne was zu tun, seinen Yield gesteigert und seine Gewinnerwartung nach oben geschraubt. Dasselbe geht übrigens auch bei Double Chance, ist auch so ein Fall. Da bieten ja Wettanbieter einfach eine kombinierte 1- und X-Wette an und hier die Quote bei Heimsieg und Unentschieden 1,11. Das ist nichts anderes als das Asian Handicap plus 0,5 und die Quote ist hier zum Beispiel bei 1,14. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist nicht viel. Aber ich hole mal den Taschenrechner raus und sage, 1,14 geteilt durch 1,11 sind immerhin 2,7%. Und das summiert sich auf Dauer. Oder habe ich mich jetzt verrechnet? Ja, so um den Dreh. Gut, so viel dazu. Und dann gibt es natürlich die beliebte Wettart Over-Under. Hast du da auch Modelle in dem Bereich oder fokussierst du dich dann eher aufs Asian Handicap? In meinem Modell deckt in dem Sinn beides ab, weil es einen Erwartungswert errechnet für die Anzahl der Tore, die jedes Team schießt. Und wenn man das dann aufaddiert, dann kann man das als Over-Under-Linie verwenden. Das heißt, ich kann beides ab. Oft überschneidet sich es auch, also, ja, weil die Quoten korreliert sind. Das heißt, wenn du, also ein schönes Beispiel ist meistens ein starker Favorit, der irgendwie Asian Handicap minus 3 oder sowas bekommt. Real Madrid hat sowas oft. Dann in den Fällen ist ziemlich wahrscheinlich auch Value auf dem Over, wenn du welchen siehst. Also wenn du Value auf Real Madrid in dem Beispiel siehst, dann siehst du wahrscheinlich auch Value auf dem Over. Und entsprechend. Also manchmal korreliert es, nicht immer. Ja. Und da ich eben Torerwartungswerte errechne, decke ich dadurch auch beide Märkte ab. Und konzentrierst du dich dann auf die Favoriten, auf die klaren Sieger oder gehst du eher dann auch vielleicht auf die Underdogs? Nee, in dem Sinne habe ich keine Präferenz. Ich rechne einfach aus, wie ich das sehe. Und dann gleiche es im Wettmarkt ab. Und das hat jetzt erstmal nichts mit Favorit oder Underdog zu tun. Es gibt natürlich bestimmte Sachen, die, also Wettmärkte haben manchmal die Neigung, Over zu bevorzugen, zumindest in großen Spielen und den Favoriten natürlich auch gerne. Hängt dann halt damit zusammen, wie viel Freizeitwetter in den Markt strömen. Aber es ist dann meistens auch wirklich nur bei den High-Profile-Spielen der Fall. Also EM-Finale wäre so ein Paradebeispiel. Da Oder hatte halt ich Asian Barcelona, Handicap Real minus Madrid. 1,5 auf Frankreich. Sehr gut. Ja, Ich war auf Kroatien. echt? Kroatien plus 0,5 habe ich gewettet. Ja. Okay. Oder was mir einfällt, halt so Bayern gegen Liverpool, das 0-0 im Hinspiel letztes Jahr, hat wahrscheinlich auch extrem viele hauen die Wetten, weil man dachte, wow, schau dir Liverpool an, die scoren natürlich ohne Ende. Und das ist immer der Irrglaube. Man hat zwei gute, offensiv starke Mannschaften und dann am Ende kommt so in einer kleinen Stichprobe und das ist vielleicht auch nur mein Gefühl, kommt dann nicht das raus, was man erwartet. Ja, so ist das Leben. Vor allem bei kleinen Stichproben eben. Ja. Deswegen Leipzig-Bayern jetzt diese Saison. Letzte Saison war das auch so ein Beispiel. Offensivpower Leipzig, Offensivpower Bayern. Endstand, glaube ich, 0-0 oder 1-1. Und wie geht's jetzt Ja. aus? Hast du da schon einen Geheimtipp oder worauf würdest du da achten? Ich muss die Analyse noch machen. Das steht für heute Nachmittag an und Abend. Da gehe ich dann die ganzen Spiele durch, justiere meine Schätzungen. Und, ja. Also ich schaue mir erstmal meine Modelleinschätzungen an, dann fange ich an, für andere Faktoren zu justieren und dann schaue ich, was bei rauskommt. Und dann schaue ich mir den Wettmarkt an. Das heißt, jetzt kann ich dir leider nichts dazu sagen. Ja, sehr, sehr. Also kein Bauchgefühl gerade im Moment, was dich da Kein. reizen Ja, würde. bei mir ist Bauchgefühl im Fußball sowieso immer das Gegenteil dessen, was passiert, gefühlt. Deswegen, ja, habe früh gelernt, mich nicht auf mein Bauchgefühl zu verlassen, weil auf der Ebene kann ich nichts. Na gut, kann ja auch die andere Seite sein, wenn ich sage, jetzt bin ich mir da sicher, dann wette ich auf das andere. Aber gut, dann würde man sich selbst irgendwie manipulieren. Das ist ein psychologischer Faktor dann. Ja. Gut, dann haben wir noch eine interessante Wettart, die Ecken. Also da
Ist für Anfänger wahrscheinlich so, dass man sagt, ja, was Ecken, das ist ja, wie willst du eine Ecke vorhersagen und solche Dinge. Aber dann gab es ja vor ein paar Jahren einen relativ erfolgreichen Eckenwetter, den Eckentoppel, der bei Bloggerbett Na unglaublich klar. abgeräumt hat. Dann aber irgendwie letztes Jahr so der Einbruch da war bei seinem System oder keine Ahnung. Jedenfalls ist er nicht mehr am Markt oder zumindest nicht mehr auf Bloggerbett, keine Ahnung. Wenn er sich angesprochen fühlt, melde dich gerne, dann reden wir drüber. Ansonsten, ja, wie siehst du allgemein die Wetten auf Ecken? Potenzial oder machst du es selber? Ich mache es nicht selber, ich denke aber schon, dass es Potenzial hat. Problem daran ist halt, dass ich jetzt quasi ein eigenes Modell dafür erstellen müsste. Und das wäre mir jetzt einfach zu viel Arbeit gerade. Aber ich denke, für jemanden, der startet und was Neues ausprobieren will, generell Arbeit in sowas investieren will, das kann sich schon lohnen. Die Limits sind ganz ordentlich. Man kann es durchaus nach oben skalieren. Ich habe es dir vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, es gab auch schon professionelle Outfits, die sich nur auf Ecken spezialisiert haben. Könnt ihr vielleicht mal googeln, ich weiß nicht, ob man es findet. Corner Group hießen die, waren aus Dänemark und haben wirklich nur damit ihr Geld verdient. Also es geht schon. Ich könnte mir vorstellen, dass es interessant ist, insbesondere für Leute, die damit anfangen. Aber es ist natürlich einfach was anderes als Tore. Es ist dasselbe. Ja, im Endeffekt Logo. das Gegenteil, weil die Ecken kommen ja nur, wenn kein Tor fällt. Und von Ja. daher. Ich meine, es wird schon korrelieren. Also wer viele Ecken bekommt, hat wahrscheinlich auch viele Torchancen. Aber Leverkusen letzte Woche, glaube ich, 17 Ecken, 0 Tore. Das ist so ein Rekordbeispiel. Aber gut, Ausreißer bestätigen wahrscheinlich dann die Regel. deswegen sage ich Korrelation, weil es natürlich nicht perfekt 1:1, aber es wird wahrscheinlich, also ich vermute jetzt, ich habe es nicht untersucht, aber ich vermute, es gibt einen Zusammenhang. Und Vorteil, Ich. es ist halt eine Nische. Also wenn man Ja, halt so einen exakt. kleinen Markt oder eine Wettart hat, die jetzt nicht von jedem Hobbywetter und jedem Profi da draußen abgedeckt wird, was ja bei Ecken wahrscheinlich der Fall ist, weil die meisten einfach auf die bisher angesprochenen drei Wegewetten, Over-Under und Asian Handicap, wenn überhaupt, gehen. Und da Ecken drauf zu wetten, wie gesagt, Genau, wird das erstes Spezialisierung Mal ist sinnvoll, als würde ich sagen. Gambling vom Tisch gewischt, inklusive mir selber, als ich damit angefangen habe, mit Sportwetten. Aber irgendwann kommst du halt zu dem Punkt, wo du sagst, ja gut, man muss es eigentlich nur analysieren und es gibt bestimmt Faktoren, die dafür sprechen, dass diese Mannschaft einfach mehr Ecken bekommt, weil sie mehr über außen spielen. Und ja, worauf man dann achten Ich muss, muss man meine, halt untersuchen. wenn die Buchmachermarge nicht dagegen spricht und die Limits okay sind, dann ist jede Nische in Ordnung, ja. Es geht letztlich nur darum, kann ich da drin erfolgreich sein? Und wenn ja, wie viel kann ich damit machen? Und wenn die Antworten alle positiv sind, ja, go for it. Genau, go for it auch bei gelben und roten Karten. Bei hitzigen Duellen könnte das ja vielleicht dann bei Derbys oder bei Spielen in Ligen, bei denen immer gerne rote Karten verteilt werden. Will jetzt da nichts nennen, sonst wird mir hier Rassismus vorgeworfen. Aber hab viele Freunde aus dem Land, von daher, mein Gott. Naja, was sagst du zu Karten? Ja, ich habe es mir mal ein bisschen angeschaut, aber ich habe den Eindruck, dass die Limits nicht so wären, dass ich in die Richtung irgendwas machen wollen würde. Also bei Ecken kann ich sehen, bei Karten sehe ich es nicht. Vielleicht gibt es auch Buchmacher, die entsprechend was anbieten, aber momentan sehe ich für mich überhaupt keinen Anlass, Karten auch nur in Erwägung zu ziehen und würde es auch nicht empfehlen. Aber muss natürlich auch jeder selber wissen. Wie gesagt, je krasser die Nische, desto mehr Vorteile kann man natürlich auch haben. Deswegen vielleicht für den einen oder anderen wird es schon was sein, denke ich. Ja, kommt immer auf den Ansatz an und dann muss man einfach Daten sammeln, Datenbanken erstellen. Wie gehst du da vor? Wie viele Spiele brauchst du oder wie viele Datenpunkte hat jetzt so ein Modell, wo du dann damit das Arbeiten anfängst? Naja, also es kommt ein bisschen darauf an, was man im Detail redet, aber ich würde sagen, also meistens konzentriere ich mich auf drei Saisons, die das Modell zurückblickt. Aber um natürlich das Modell zu erstellen, brauche ich eine breitere Basis. Aber das kann ich, weil es viele Ligen im Fußball zum Beispiel gibt, kann man das dann einfach, guckt man halt drei Saisons in vielen Wettbewerben zurück und dann kann man daraus auch ein Modell basteln. Aber natürlich redet man von vielen Datenpunkten. Also zum einen halt jeder Spieltag, dann gibt es zum Beispiel die Schussstatistiken für jedes Spiel. Man kann dann noch weiter ins Detail gehen. Wo kommen die Schüsse her zum Beispiel? Ja, weiß nicht, ob es die Frage jetzt beantwortet, aber das sind so drei Saisons, würde ich sagen, ist so. Weil darüber hinaus wird es dann schnell nicht mehr so relevant oder Dinge können sich geändert haben. Also auch auf dem Wettmarkt.
Ja, gerade je tiefer man dann in der Ebene geht, hast du Ja. eine ziemliche Durchmischung mit Auf- und Abstieg und so. Also Und auch die konzentrierst du dich dann Spieler. nur auf die Top-Ligen oder? Es ist auch die Frage, ob du auf Spielerebene erhebst oder auf Teamebene. Und ja, Entschuldigung, die Frage war. Ob du dann nur auf die Top-Ligen schaust oder auch da mal so zweite, dritte Ligen? Schon auf die Top-Ligen, aber ich würde dann zweite Liga. Deutschland ist dann definitiv noch eine Top-Liga. Also es ist nicht, es geht letzten Endes auch hier um die Limits, also wie viel kann ich setzen. Und für mich muss halt immer der Aufwand im Verhältnis zum möglichen Ertrag stehen. Und klar, manchmal kann es schwerer sein, in den Top-Ligen Profit zu machen, aber du hast natürlich auch mehr von, sagen wir mal, 5% Value in der Bundesliga hast du letztlich mehr als von 20% in der algerischen Liga als Beispiel. Ja, Aber gut. natürlich ist es schwerer, dahin zu kommen, das ist auch klar. Ja, weil es auch die Buchmacher natürlich nicht in Bayern, sagt man, auf der Brennsuppen dahergeschwommen kommen, sondern natürlich auch diverse Analysten und ja, die haben es ja Ja. mehr oder weniger erfunden. Genau. Und. Also in meiner Erfahrung liegt es an den Top-Ligen. Es ist wichtiger, wann du wettest. Also wenn du halt zu spät dran bist, dann kannst du nicht mehr so viel erwarten. Also wenn du nach Bekanntwerden der Aufstellung erst loslegst, dann wird es schwer sein. Aber wenn du vorher aktiv bist, dann geht schon was eventuell. Ja, idealerweise vielleicht sogar beim Rauskommen der Quoten, die ja bei der Bundesliga so zwei, Ja. drei Wochen vorher sind, ist natürlich dann sehr anfällig, kurzfristig gesehen, wenn Spieler sich verletzen oder irgendwie, ja, was passiert. Es sind mehr Unsicherheiten drin, aber jeder hat dasselbe Problem. Deswegen ist es kein Gegenargument, würde ich sagen. Also, deine Unsicherheit ist dieselbe wie die des Buchmachers zu dem Zeitpunkt. Und ja, also vor allem, wenn man anfängt, würde ich sagen, ist tatsächlich das ein guter Zeitpunkt, um zu wetten. Die Limits sind halt nicht so riesig zu dem Zeitpunkt, genau aus dem Grund. Aber ja, Gut. muss halt seine Nische finden, auch was den Zeitpunkt der Wette angeht. Und wir haben jetzt schon auch viel drüber geredet, dass man halt viel im Markt unterbringen will als Profi. Aber wenn man, wie geht man an die Sache ran? Du kannst jetzt ja nicht sagen, du hast jetzt hier deinen Kontostand, dein Geldsack und das ist jetzt eine Wette, da setze ich alles drauf oder ich setze jetzt. Hier, deswegen gibt es ja verschiedene Set-Systeme, habe ich es jetzt mal genannt. Stichwort Money Management. Wir haben hier Flat Stake, bedeutet, man setzt immer den gleichen Betrag auf eine Wette. Kann man natürlich auch, wenn ich jetzt sage, ich habe 1000 Euro zum Wetten zur Verfügung, runterbrechen und das prozentual dann immer berechnen. Hast du da so einen Wert? Manche sagen 5%, manche sagen 2,5%, andere sagen 1%. Ich sage 1%. Und zwar nehme ich nicht den Einsatz, sondern ich setze mir einen Zielprofit. Und dieser Zielprofit sollte, also zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte 1000 Euro Gewinn haben, auf jeden Fall. Und dann kannst du deinen Einsatz so anpassen, dass im Gewinnfall 1000 Euro Gewinn rauskämen. Das wäre ein Beispiel für Zielprofit. Ist eigentlich sehr ähnlich wie flach zu setzen, hat aber den Vorteil, dass es ein bisschen berücksichtigt, wie risikoreich die Wette ist. Wenn du eine sehr hohe Quote hast, 5,0 oder sowas, dann würdest du entsprechend weniger setzen, um auf 1000 Euro zu kommen. Deswegen ziehe ich Zielprofit vor. Ich bekomme immer regelmäßig Ärger mit Leuten, die Kelly viel besser finden. Sie haben in gewissem Sinne auch recht, Kelly ist optimaler, um das Kapital möglichst schnell wachsen zu lassen. Aber setzt voraus, um es optimal anwenden zu können, setzt Kelly voraus, dass man auch genau beziffern kann, wie groß der Vorteil ist. Und gerade bei Sportwetten finde ich das schwierig. Ne? Selbst wenn du noch so genau rechnest, gibt es immer Unsicherheiten, die das wahrscheinlich verhindern, dass du es exakt weißt. Und das andere ist, mir geht es nicht darum, möglichst schnell mein Kapital anwachsen zu lassen, sondern ich würde argumentieren, auch gerade als Anfänger vielleicht, dass am wichtigsten ist, dass dein Kapital überlebt, weil wenn du pleite gehst, dann hast du damit alle zukünftigen Gewinne verschenkt und deswegen Ja, aber würde ich dann mal. gewinne ich ja nichts. Das ist immer ein Argument. Wenn ich Ja. jetzt nur 100 Euro zur Verfügung habe, ist ja auch langweilig, 1 Euro pro Wette zu setzen. Natürlich setze ich da 10 Euro. Und wenn das Geld weg ist, kaufe ich mich wieder ein oder so in der Art. Gut, ich würde auch, das habe ich neulich im Kommentarbereich auf meinem Blog diskutiert. Prinzipiell ist es schon so, dass man argumentieren kann, wenn du sehr wenig Kapital hast, dass du leicht ersetzen kannst durch dein Einkommen zum Beispiel. Also bei 100 Euro werden sich viele Leute das schon leisten können, das zu ersetzen. Dann ist es schon vertretbar, dass du mehr setzt. Setzt halt voraus, dass du es auch wieder auffüllen kannst.
Also natürlich solltest du nie Geld setzen, das du vermissen wirst. Deswegen. Aber dann solltest du dir vielleicht schon sicher sein, dass du irgendeine Form von Vorteil gegenüber dem Markt hast. Solange du es nicht hast, gibt es kein gutes Argument dafür, mehr als 1% zu setzen, einfach weil du die Erfahrung sammeln musst. Und Leute unterschätzen generell auch immer den Zinseszinseffekt. Das heißt, am Anfang sieht es alles wenig aus, aber wenn du wirklich erfolgreich bist, geht es dann relativ schnell nach oben plötzlich. Irgendwann ist halt so eine Exponentialkurve, die am Anfang sehr flach ist und dann wird es immer steiler, wenn Ja, du also angenommen, Erfolg man hast. hat jetzt die 1000 Euro und hat dann irgendwann den Sprung geschafft auf 1100, 1200. Passt du dann den Einsatz wieder dementsprechend an oder bleibst du erstmal bei diesem, also bei Ja, 1% also macht es ja Sinn, das anzupassen? ich versuche ihn prozentual zu senken. Also ich bin jetzt nicht mehr bei 1%. Ich mache jetzt eher wenig. Ich gehe eher nach und nach Richtung 0,5%, um das Risiko noch weiter zu minimieren. Aber in absoluten Zahlen setze ich dann schon immer mehr. Aber immer daran orientiert, wie viel prozentual sinnvoll ist. Und dann gibt es ja noch den beliebten Punkt der Progression, bei der man einfach entweder seinen Einsatz dementsprechend erhöht, wenn man jetzt eine Quote unter 2,0 hat, aber bei einer 2,0er Quote ist es einfach das klassische Martingale-Prinzip, man Genau. verdoppelt nach einer verlorenen Wette einfach den Einsatz. Ist ja natürlich sehr gefährlich. Dann gibt es natürlich Abweichungen davon, dass man auf Unentschieden geht, weil da die Quote höher ist. Dann musst du nicht verdoppeln, dann musst du nur das 1,5-fache vielleicht deines ersten Einsatzes bringen. Und dann gibt es natürlich die Leute, die mit ABC-Wetten hantieren, die sagen, wir machen immer nur abgeschlossene Dreierzyklen. Wenn nach der dritten Wette nicht gewonnen wurde, dann haken wir es halt als Verlust ab und fangen wieder bei A an und haben halt so immer diese Systeme. Würdest du jetzt sagen, das ist alles, läuft aufs Gleiche raus? Im Endeffekt geht man zu hohes Risiko für wenig Gewinn ein oder ist es einfach unabhängig und kann funktionieren sogar? Es beantwortet die falsche Frage in meinen Augen. Es versucht immer dasselbe, bei Casino-Sachen auch. Du versuchst mit deinen Einsätzen den Umstand zu beheben, dass du keinen Value hast. Und wenn du keinen Value hast, wirst du eigentlich nie erfolgreich sein und da wird eine Progression nichts dran ändern. Wenn du das Doppelte vom vorhergehenden Spiel setzt, ändert es ja nichts dran, dass du, wenn du keinen Value hast, auf Dauer keinen Erfolg haben wirst. Und das Aber Einzige, was es beschleunigt, ist dein Untergang, weil du halt dann zu viel setzt auf Dauer. angenommen, man hätte immer Value, dann wäre das dann auch eine Möglichkeit, dass man dann damit noch erfolgreicher wäre. Ja, wenn du halt nicht zu viel setzt. Also Progressionen laufen fast immer darauf raus, zu viel zu setzen, weil du dann, Leute unterschätzen eben, wie lange Verlustserien andauern können, immer. Und dann wird dich eine Progression ziemlich viel von deiner Bankroll kosten. Und deswegen ist es selbst bei positivem Value nicht ratsam. Also das ist der ganze Grund, warum man Money Management hat, dass man, damit man nicht zu viel auf einmal setzt und sich dadurch das Kapital verkrüppelt. Also kann das zusammenfassen, unter Progressionen sind Quatsch. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Gut, lasse ich so stehen. Dann haben wir heute schon wieder viele verschiedene Themen angesprochen. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, was euch noch besonders interessiert, was wir jetzt vielleicht angeschnitten haben, wo wir näher darauf eingehen sollen oder vielleicht ganz andere Themen wurden ja auch schon im letzten Video angesprochen. Die werden wir natürlich auf eine Liste setzen und vielleicht dann nach und nach abarbeiten, wenn Joachim Lust und Zeit hat dafür. Aber danke schon mal dafür für diese ausführlichen Infos und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Danke. Macht's gut. Ciao, ciao.